Yes? Du kannst bereits abgeschlossene Quests erneut spielen. Das ist, ja, sehr schön. Später. Nicht jetzt. Lala. Lala, 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 lala. Also so, der Capsule Corporation G, was haben wir noch? Heldenanzug, Eliteanzug. Sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich das mal so anmerken darf. Trendige Arbeitskleidung, aha. Ich schätze mal, es ist super Elite. Haben wir noch irgendwas Neues? Aha. Schon irgendwie cool aus, aber nein. Ich hoffe jetzt, wo man die anderen Götter der Zerstörung endlich mal zu sehen bekommt, dass die hier vielleicht noch die Kleidung der anderen Götter der Zerstörung mit einführen, denn dann muss ich nicht immer nur bei dem gleichen Schema von Beerus bleiben, sondern könnte auch noch ein bisschen anderes mir da zurechtlegen. Wie die wohl alle heißen werden? Ich meine, nach Bier, Champagner, Whisky und Calvados? Wen gibt's da noch? Wenn's dann Sint gibt, dann drehe ich aber am Rad, du. Greetings. So. Martin Bußhaus! So, Ichigo, was hast denn du? Hi! Habe heute viel gefunden. Kannst drittbestes haben. Wer sollte erst und zweitbeste Sachen bekommen? Die Form ist doch neu. Aha. Das ist doch von Freezer, oder? Ist das von Freezer? Ich guck mir mal kurz an, was das für eine Seele ist. Ein Monster? Ein Teufel. Aha. Brolys Superseele. Verringert erlittenen Schaden durch Nahkampfangriffe. Stellt gesamtes Ki wieder her. Hätte ich mal eben gegen Jitsuko brauchen können. Kaioshin des Ostens, Super Seele. Ha? Super Saiyajin 3 Son Goku. Ja gut, das geht auch. Mir fällt gerade ein, ich habe dem Typen beim Oberältesten überhaupt nicht sein Gegengift geliefert, ne? Ich habe es nur gekauft und bin dann sonst wohin gegangen. Verdammt. Hey, Mikuyu. Ja, so. Bis gleich. Schön Essen ernten. Nail? Jetzt, wo die Musik gefixt ist, würde ich es gerne nochmal versuchen. Ja, ja, schon dunkel, bla bla bla. Die Namek-Verteidigung auf der Erde quasi. Aber wir stellen uns mal vor, das wäre jetzt Namek, ne? Gegen Raditz und ein paar, ne? Okay, gegen Vorder kann ich immer. Das ist hoffentlich kein Problem. Bild, bitte! Verdammt! Mach diesen Pflanzenmann klein! Salat! Wie viel müssen wir eigentlich einsammeln? 6 wieder nur, schade. Wow, Mann, habe ich gerade eine super Verwandlung hingelegt. Jetzt ist der Pflanzenmann aber dran. Das kannst du aber sowas von wetten.
Hame. Oder auch nicht. Dann halt so, du Penner. Klein und wendig. Das sind aber die nervigen Gegner. So wie Vegeta gerade. Klein und wendig. Komm schon! Fuck, ey. Zack, 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 zack. Und Kalabam! Gleiches Recht für alle, würde ich mal behaupten. Föhnen! What the fuck war das denn? Au! Wie er auch einfach da stehen bleibt und darauf wartet, dass ich ihm diese Attacke in die Fresse haue. So, als würde er denken, oh ja, ist ja eh nichts, was der kann. Welch beleidigender kleiner Igel. Da so, einmal für euch. Ich stelle mir gerade die Frage, ob das hier immer noch diesen Ort gibt, wo der eine Dragon Ball im Stein versteckt war. Im letzten Spiel. Wahrscheinlich nicht, weil den niemand gefunden hat. Außer Leuten, die mal ein bisschen die Umgebung zerdeppert haben. Muss ich jetzt die Gegend zerdeppern? Ah nein, hier. Bin ich gerade echt zu blöd, den zu finden? Ich bring mal kurz den hier zurück. What the fuck, Alter? Ach, da ist er. Dacht schon, ey, was war das denn? Am Ende wäre die Zeit abgelaufen, weil ich den Dragon Ball nicht mehr gefunden habe. Great job. Don't forget your training. Gegengift Kapsel L. Na, so ein Blödsinn. Wir brauchen immer nur M. Wir konnten ihrer Zerstörungswut Einhalt gebieten. Dank dir, mach weiter so. Ja, okay. Aber ich will ein weiteres Power-Up haben. Jetzt sofort. Ich brauche mehr Macht. Was kriege ich diesmal? 3 Süßkartoffeln. Danke, du bist der Beste. Was willst du jetzt? Besser, Kapsel M. Ja, klar. Hier, habe ich sogar 2 gekauft. Danke sehr. Naja, ich kann ja nicht fliegen. Gut, was können wir jetzt machen? Es gibt noch ein paar Leute. Habe ich gesehen, die halt Kampfmissionen für einen haben. Das sind also diese 3 blauen Punkte. Zum Beispiel hier, Raspberry. Wenn du um dein Leben betteln willst, sollst du dich beeilen. Ach du Scheiße. Kommt irgendwer mit mir oder eher nicht so? Muss ich das wohl alleine erledigen? Eine 7-Sterne-Aufgabe. Hilfe. War doch 7 Sterne oder jedenfalls volle Sterne. Volle Sterne ist immer mies. Hatte ich das schon mal versucht? Weiß das noch irgendwer? Natürlich ist niemand da, außer diesen ganzen Unterlingen hier. Be glad. This is your chance to tail the super elite. The job's simple, really, to make sure.
everyone is aware of my awesomeness. For I am Jacko, the super elite protector of peace in the galaxy. Ich wollte gerade sagen, das ist Herr Jacko, aber ja, ich bin allein. Oh fuck, war das nicht so, dass Jacko nicht draufgehen durfte? Alter. Die Typen halten mehr aus als Vegeta. Komm mal darauf klar, ey. Du bist tot, Kleiner. Du bist tot. Weil du so nett bist, mitten in den Strahl reinzuschwimmen. Fuck, ey. Ausweichen können sie auch noch. Fuck, ey. Du bist ein kleiner, beschissener Unterling. Du müsstest sowas von tot sein bei allem, was ich mache. Das sind so die Momente, wo ich meine, ne? Mächtigstes Wesen im Universum, aber kommt nicht gegen so einen kleinen, beschissenen Raspberry an. Du blöde Erdbeere, geh kacken. So. Jacko, du Penner. Okay, Jacko, tust du mir einen Gefallen und bleibst einfach hier? Habe ich eine Gruppenenergiekapsel? Habe ich natürlich nicht. Die brauche ich vielleicht für diese Mission, damit Jacko überlebt. Na, immerhin. Und wie ihr vielleicht festgestellt habt, ich habe wieder Brolys Handschuhe ausgezogen und stattdessen wieder Vegetos angezogen, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, als würden mich die anderen immer nur zurückhalten. Okay, wo ist Bartha? Da ist Bartha. Alter, nein! Okay, erst Guldo. Der macht nämlich gerade Jacko fertig. Fuck, ey. Reicht denn hier gar nichts aus? Vor allem merkst du, die hier nehmen mehr Schaden als diese blöden Unterlinge. Warum? Wieso ist ein Raspberry irgendwie stärker als Freezer? Das Power Scaling macht hier überhaupt keinen Sinn mehr in diesem Spiel. Au, ich hätte es kommen sehen müssen. Ich hätte es kommen sehen müssen. Müssen sehen kommen. Energiekapsel M wäre, glaube ich, ganz angebracht. Oh, es war eine Regenerationskapsel. Verdammt! You. Jeez, verdammt. Oh, ich hasse es, wenn sie das tun. Ich hasse es, wenn sie das tun. Ich meine, wäre in Ordnung, wenn das nur meine Attacke cancelt. Aber dass dann gleich meine ganze beschissene Ausdauer weg ist, ey. Jetzt greif an. Oh, ey, nein. Jetzt greif an, sag mal, wo schlägst denn du hin, Kumpel? Fuck, ey, und jetzt auch noch den Goldstatus aus Versehen ausgeschaltet. Okay, jetzt sind wenigstens beide auf mich fixiert und nicht auf Jacko. Wieso habe ich denn schon wieder keine Ausdauer, ey?
Ich krieg gleich eine Kratze, ey. Was soll denn das? Get down! Nein, 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 nein. Verdammt, ey. Das war die Chance, ihn niederzumachen. Heil dich gefälligst, du Penner, Jacko. Mach irgendwas. Kein Bock, hier wieder Zeit wegen dir zu verschwenden. Feuer! Scheiße, ey. Haben wir es bald mal? Diese rote Energie, ey, die nervt so extrem. Feuer! Doch nicht in die Kurve. Verdammt, er war direkt vor dir. Lern noch mal zielen, Kumpel. Okay, wo ist Ginyu der Penner? Da ist Ginyu der Penner. So wie ich Freezer kenne, wird er wahrscheinlich gleich Jacko ausschalten. Einfach so. Das kann ich nämlich auch, weißt du? Laden, 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 laden. Fuck. Hey, Freezer! Danke! Mein Cursor war gerade zu verwirrt, dich zu finden. Alter, sag mal, bist du gerade irgendwie unverwundbar oder was? Plot Armor oder wie? Alter! Na dann verpiss dich aber auch! Feuer! Ah, da. Wieso hat hier eigentlich jeder Auto-Aim außer mir? Schnauze, Beerus. Du halt dich mal ganz schön hier raus.